Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanalstrauß Wanderlust. Heute bin ich auf dem Wanderweg Webenheimer Schmetterling unterwegs. Dieser ist etwa 9 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie dieser so ist, dann bleibt dran. Noch etwa 2 Kilometer, dann bin ich auch schon wieder am Auto. Die Tour hat mir relativ gut gefallen, vor allem auf der Hochebene, wo man den Blick zu Blieskastel hat. Richtig genial da oben. Wenn euch die Tour auch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also, ich bedanke mich, dass ihr wieder reingeschaut habt und bis bald. Ciao, ciao! Noch etwa 2 Kilometer, dann bin ich auch schon wieder am Auto. Die Tour hat mir
Noch etwa 2 Kilometer, dann bin ich auch schon wieder im Auto. Die Tour hat mir relativ gut gefallen, vor allem wegen den schönen Aussichten Noch etwa 2 Kilometer, dann bin ich auch schon wieder im Auto. Die Tour hat mir relativ gut gefallen, vor allem die schöne Aussicht Richtung Blieskastel. Das war eigentlich auch das Highlight. Aber auch der Rest der Tour hat mir gefallen, denn Hauptsache draußen. Noch etwa 2 Kilometer, dann bin ich auch schon wieder im Auto. Die Tour hat mir relativ gut gefallen, vor allem wegen den schönen Aussichten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch, wie über auch Kommentar.